Berufen zum Glück, Weg zum Glück, so haben wir auch, da können wir auch die Überschrift setzen, die Seligpreisungen. Wir sind zur Seligkeit berufen, wir sind berufen, glücklich zu werden, an der himmlischen Herrlichkeit teilzuhaben. Die Seligpreisungen, wie oft haben wir sie schon gelesen? Ich lasse sie noch einmal euch in Erinnerung rufen. Selig, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Und diesen Seligpreisungen, diesen Rufen, folgt auch bei Lukas, und ich habe Ihnen aus der Heiligen Schrift die anderen auch gesagt, die Wehrufe, die der Herr auch ausgesprochen hat. Die Wehrufe, weh euch, ihr Reichen, weh euch, die ihr jetzt lacht, weh euch, die ihr satt seid, weh die Kriegstreiber sozusagen und so weiter, weh, die ihr falsche Kompromisse schließt, die ihr aus Menschenfurcht euren Glauben oder Christus verleugnet. Wenn wir die Seligpreisungen hören und lesen, ja, können wir uns immer wieder fragen, wie geht es dir dabei, wenn man das hört, ja, wenn man das liest. Für viele sind die Seligpreisungen und dann die folgende Bergpredigt, ja, denn dann kommt ja die Bergpredigt, dann kommen ja die weiteren Worte, die Jesus sagt, es beginnt damit, ihr seid das Salz der Erde, bis hin, wo Jesus sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin. Wenn ich also das alles lese und höre, dann kann schon sein, dass das für viele ein Ärgernis ist. Wer kann das leben? Ist ja unmöglich, nicht wahr? Ein Ärgernis. Es kann wohl nicht so gemeint sein, sagen dann auch manche. Auch wir sind in Gefahr zu sagen, na so kann das, so ernst kann das nicht gemeint sein. Ja, wenn zum Beispiel ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen und so weiter. Wir sehen also, es geht Jesus, der ganzen Bergpredigt, angefangen von den Seligpreisungen, es geht um das Herz, um die Erneuerung des Herzens. Darum geht es. Ja. Viele haben dafür nur ein Kopfschütteln übrig, auch heute, ja, Katholiken, auch solche, die oft praktizierend sind, sagen, na, so ernst wird es wohl nicht gemeint sein. Doch Jesus meint es ganz ernst mit diesen Seligpreisungen. Mir fällt ein anderes Wort ein, wo Jesus auch sagt, selig, wo er auch ein selig ausruft, zwar nicht hier bei der Bergpredigt, aber er sagt, selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Lukas 7,23. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt, wer nicht sich ärgert an mir. Ja. Selig, wer sich nicht an mir ärgert, sagt Jesus zu den Johannesjüngern. Ihr wisst, Johannes ist im Gefängnis und er schickt zwei seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du es, der da kommen soll
Oder sollen wir auf einen anderen warten?